Hallo Leute, das ist Teil 2 meines Mover-Tutorials für den Motion4Sim-Controller. In diesem Video schauen wir uns den zweiten Teil der Einrichtungsmöglichkeiten an, und zwar den Direktbetrieb. Das heißt, die Mover-Software wird das Motion-Queuing für eure Rigs übernehmen. Dazu gehen wir wie folgt vor. Als erstes nehmen wir uns wieder eine Source, wieder einmal X-Plane. Tut auch nichts zur Sache in diesem Video. Dann benötigen wir eine Pose from Motion, ja, für die X-Plane Sources. Des Weiteren brauchen wir für die Angelegenheit ein Rig. Nehmen wir eine Steward-Plattform mit rotierenden Aktuatoren. Hier stellen wir die notwendige Bitbreite für den Motion4Sim-Controller an. Das sind 24 Bit. Und geben dann nachfolgend die Geometrie ein. Und zwar 29 Grad ist der Angle meines Sims. 90 Grad kann der hin und her drehen. Dann hat man hier die Bilder L1 und L2 sind die oberen Abstände. Die werden jetzt bei mir hier 240 und hier waren es 125 mm. Und die unteren beiden Werte sind bei mir immer gleich. Die sind 480 und 480. Das Rod ist 550 mm lang bei mir und das Crank ist 180 mm. So, aus diesen Daten errechnet sich die Höhe. Zusätzlich muss man noch die Drehrichtung der Motoren hier eingeben. Das sollte man sich, wenn man einen Rig selber designt, mal auf Papier aufmalen. Und dann mit dem Winkelmesser kann man die Winkel sehr gut herauslesen. Singularity Angel lassen wir hier mal weg, das muss ich ja da ausprobieren. Das sind ganz spezielle Eigenschaften, die meisten brauchen, tut keine Veränderungen vorzunehmen. Das läuft alles soweit. So, okay. Als nächstes benötigen wir dann noch ein Ausgabemodul. Doch zuvor können wir uns noch das 3D-Modul dazu hochholen und schauen, wie sich die Sache bewegt. Und das machen wir mal so. Mal kurz ein bisschen Platz machen hier. Hier kann man sehen, halt, da müssen wir beim Rig noch Pulse from Motion aktivieren. So, okay, jetzt der Heave-Test. Bewegt sich nach oben. Man sieht auch unten die Aktuatoren. Hier unten in dem Bereich bewegen sich alle nach oben gleichmäßig, beziehungsweise nach unten. Und in diesem Bereich kann man sehen, welche Werte an den Controller gesendet werden für jeden Aktuator. Wenn wir jetzt einen Pitch haben, passiert Folgendes. Ja. Man kann sehen, wie die einzelnen Aktuatoren sich anders verhalten. Wir müssen ein Yaw reinbringen noch. Genau. Soweit, so gut. Jetzt sind wir soweit, dass wir einen Output generieren können. Und dazu nehmen wir einen seriellen Output. Und hier müssen wir zuerst das Interface einstellen. Wir übertragen mit 250.000 Baud, 8 Datenbits. Der Rest ist alles korrekt, stellen den COM-Port ein und jetzt bauen wir uns den Ausgabestring zusammen. Und für diese Variante ist er komplett kompatibel mit dem Thanos Output String, jedoch mit einem Unterschied, dass wir 3 Bytes je Aktuator übertragen und davon 8
Also sind wir insgesamt bei 24 Bytes an Daten, die wir mitschicken müssen. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir nehmen jetzt vom Aktuator jeweils die Keys und fügen die hier ein. X ist 1, 2a, 3a, 4a, 5a und der letzte ist die Nummer 6a. Jetzt sind es natürlich erst 6 Werte, wir haben insgesamt 8, die müssen wir jetzt mit Nullen auffüllen. 3 Nullen für den 7. und 3 Nullen für den 8. Die Leerzeichen wieder rauslöschen und wir können connecten. Hier unten die Zeile bewegt sich schon, weil wir ja Aktuatorwerte eingestellt haben. Und der Unterschied ist jetzt nun folgender. In dem ersten Video macht das Queuing, das heißt die Berechnung des RIG-Moduls, der Controller. Und in diesem Fall rechnet es der PC in der Software. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Euch eine gute Zeit. Ciao.